die Schwäbisch-Hellische Landrasse galt als ausgestorben. Es ist ja eine Katastrophe, dass von 15 Schweinerassen, die wir in Deutschland hatten, plötzlich 12 davon nicht mehr gab, nur noch 3 übrig geblieben sind. Unter anderem das Hellische Landschwein wurde auch in der Literatur als ausgestorben betitelt. Die Gründe des Niedergangs sind vielfältig. Also es ist aber im Kern eine Art Zeitgeist gewesen. Landwirtschaft sollte rationalisiert werden, sollte als Wirtschaftsbetrieb betrachtet werden. Und alles, was links und rechts ist, was man heute als Biodiversität bezeichnen, das hat nicht mehr interessiert. Es ist uns dann gelungen, Restbestände einzusammeln und dann auch eine Züchtervereinigung zu gründen, 86, und das Ganze wieder in Wert zu setzen. Nach der Rettung der Restbestände des Hellischen Landschweins war mir schon klar, dass man die Bauern nicht alleine lassen kann. Die Tiere hatten keinen Marktzugang, sie haben keine Käufer gefunden. Die Entwicklungsarbeit für den ländlichen Raum ist nicht nur wichtig für die südlichen Länder, die Schwellenländer, sondern auch hier mitten in Europa sind die Bauern und ist die ländliche Bevölkerung sind die Verlierer einer industriellen Entwicklung. Ach, gerade durch die Änderung von der ganzen Landwirtschaft, von dem großen und ich will kein so großer Betrieb. Ich will es lieber kleiner und nachdem ich das im Griff und Spaß drauf habe, ich will auch noch leben, nicht bloß arbeiten. Ne? Deshalb war es notwendig, eine Vermarktungsorganisation zu gründen und es war auch dann gleich die Chance, eben diese dann etwas breiter aufzustellen, dass es so ein Träger für ländliche Regionalentwicklung wird. Also Träger ländlicher Entwicklung in dieser Region, so wie wir es auch im Ausland machen. Es ist eigentlich eine bäuerliche Unternehmensgruppe draus geworden. Die bäuerliche Erzeugungsmannschaft Schwäbisch Hall ist von 8 Bauern gegründet worden. Lustigerweise bin ich da Vorsitzende seit Gründung, das ist ja 25 Jahre. Wir sind heute 1400 Bauern und wir haben das Prinzip solidarisches Wirtschaften. Soll heißen, ein Betrieb, eine Stimme, egal ob klein oder groß, gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Inzwischen sind doch einige Projekte dazugekommen. Ich nenne das Böfte Hohenlohe, ich nenne den Gewürzanbau, ich nenne die Fleischverarbeitung, ich nenne den Regionalmarkt. Heute gibt es die Hellischen wieder. Ich denke, das ist was. Ja.